Moin Meister! Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Hier ist übrigens das Bild, was ich mir gekauft habe gestern in... Gestern. Ja, sieht aber gar nicht cool aus. Das also sieht ganz kurz leer aus hier. Ganz kurz zur Erklärung, Leute. Ich glaube, ich muss einiges richtig stellen. Wir mussten gestern panisch aus Dänemark fliehen, weil Kopenhagen wurde zur Risikozone. Wir sind auch gestern über die Grenze gefahren, haben gecheckt mit den Behörden, hätten wir uns testen lassen müssen. Nein, hätten wir nicht. Wir werden uns aber trotzdem in Köln halt nochmal testen lassen. Nehmen jetzt auf dem Rückweg noch Hamburg mit. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, wir waren ja wie gesagt nirgendwo drin, außer kurz bei diesem Künstler im Atelier. Und da saß der hinter so einer Scheibe und sonst waren wir die ganze Zeit draußen. Also ich fühle mich auch eigentlich relativ fit. Also in Kopenhagen waren wir halt nirgendwo drinnen. Von daher, das vielleicht nur noch mal kurz zur Info, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich jetzt hier super spreader durchs Land fahre und Leute anstecke. Ne? Wir fahren jetzt kurz nach Hamburg. Ich möchte Luca überraschen, der ist ja letztlich nach Hamburg gezogen und dem eine reinhauen. Und dann werden wir noch irgendwas mit Trimax machen und dann einen lustigen Tag in Hamburg verbringen. Das ist der letzte Tag vom Roadtrip, also macht auf jeden Fall mal eine 1 in die Kommentare, wenn ihr findet, dass ich die Fresse halten soll. Hey, my friends. Vielleicht hätte ich Luca vorher anrufen sollen, weil der ist gerade beim Arzt. Also wir gehen jetzt kurz in den Café, werden uns da, sag ich mal, den Wanst ein wenig. Alter, die so ein Scheiß, diese. Vollschlagen und dort ein wenig genießen. Dann geht's zur Trimax ins Gym und da wird dann ordentlich. Nee. Ich fühle das einfach nicht, Digga. So, Leute, schaut mal, wen wir getroffen haben, Alter. Moin, der Trimax hier. Danke, dass wir erstmal mit dir fahren durften, ne? Klar. Saugeile Nummer. Wir gehen jetzt zusammen ins Gym, Leute. Das wird eine arschgeile Nummer. Max hat aber vorher noch irgendwas, was er mir unbedingt vorlesen möchte. Ich habe natürlich das Pressegeschehen in Deutschland nicht so, Tobi, ich gebe dir mal kurz die Kamera, nicht so sehr verfolgt. Dementsprechend, wir setzen es erstmal jetzt auf ganz entspannt hier hin. So. Oh, meine Balenciaga-Tasche. Die ist aber ganz schön teuer. 600 Euro. Alter, ist die dreckig. Ja, ja. Das muss ich sauber machen. Zeig mal. Nee. Doch, mach mal. Guck mal hier. Ja, ich war Outdoor, Junge. Hier, Zahnpasta, Schmutz, Ne, eklig, oder? Ich war schon immer so auch vor dem Urlaub. Hör mal auf jetzt, bitte. Du bist so ein 31. Komm, okay. So. Also Leute, es gab einen unfassbar geilen Artikel in der Welt, ja, auf der zweiten Seite. Eigentlich nur über Kai Pflaume, weil er jetzt einen neuen YouTube-Channel hat. Aber da wurde auch über Revi so ein bisschen berichtet. Und das ist einfach, ich konnte es nicht fassen, dass das eine offizielle Zeitung so geschrieben hat. Riesenseite hier, also es ist hier, ne? Ach, mit Doppelseite. Doppelseite. Foto drin, ne? Nein, du nicht. Und da möchte ich jetzt ein bisschen draus zitieren. Natürlich. Das ist extrem geil. Okay, also mittendrin. Und so steht er dann halt in einer Fernsehstudio-Küche und backt einen Pflaumkuchen, nachdem er mit dem Gaming-YouTuber Revenzeit zuvor im Fitnessstudio war. Ein Blick in den Abgrund. Einfach Punkt. Okay. Revenzeit hat 3,2 Millionen Abonnenten und seinen Erfolg hauptsächlich Let's Plays-Videos über Minecraft zu verdanken. Das ist so unfair, das wird immer gesagt. Das bedeutet, ja, er ist ein erwachsener Mann, spielt ein digitales Bauklötzchenspiel für Kinder und Kindern. Ja. Oder eben Erwachsenen, die auf dem geistigen Niveau von Kindern hängen geblieben sind, schauen ihm dabei zu. Das ist geil. Ja, würde ich sagen, gehen wir trainieren und ich werde mich dann in der Zwischenzeit an meinen Creeper-Anwalt wenden, Spark of Phoenix, und dann erstmal schön in der Enderkiste eine Anzeige formulieren. So ein Ding ist das nämlich. Oh, Max, das ist doch ein Gym hier, ne? Wieso? Ist teuer, oder? Nee. Nee? Okay, gut. Wir machen jetzt kurze Körperfettanalyse. Max hat gesagt, ich muss es kurz machen. Wie waren deine Werte? Katastrophal, oder? Ja, 24% oder so. 23, ja. Wie viel waren es vorher? 26. 40, oder? Nicht 40. 40 war es, glaube ich, ja. 42. Okay, gut, jetzt machen wir mal hier den Trainingsplan von Max. Ich bin gespannt, Alter. So, jetzt hör mal, Max, was machen wir jetzt? Beintritt, ne? Beintritt, ich filme dich. Ich muss ein bisschen. Ich stelle gerade einen Rekord auf. Wir halten es live fest. Und Rekord. Ich komme nicht tief genug runter, weißt du? Geht das hier raus? Ich musste so weit oben machen, weil mein Brustkorb nicht ist. Erstmal mit Stange warm machen, ne? Das sind hier schwere Stangen, die sind 90 Kilo, ne? Falsch, 20. 20 sagst du. Boah, tolle Aufnahme, wirklich. Ja, ist stark. Ich hab schon mal angehabt irgendwie, ne? Ich sehe das immer, wenn da ein Ziel ist. Davon, das habe ich in 4 Farben tatsächlich. In 4 Farben? Ja. Mein Junge Max. Digga, die Scheiben, das sind ja hier 90 Kilo Scheiben, ne? 10. 20, 15, 5. Ach, Wahnsinn. Ob das jetzt zusammen sind? Mit der Stange, ja. 20 Kilo, 160 Kilo. Wahnsinn. Ey, du bist so krass, wirklich.
Das ist krass, hier ist irgendwie, glaube ich, die 1 ist abgegangen, ne? Das sind eigentlich 12,5 wahrscheinlich, ne? 5, das ist hinter der 5, hier ist. Ah, okay. Boah, krass. Maschine, wirklich. Starke Leistung, Max, wirklich. Danke. Starke Leistung. Machen wir gleich noch so ein bisschen Spiegelflex. Beide oben ohne, darf den Spiegel ein bisschen anspannen, oder? Nee, ist gut gefangen. Ich nehme dich dabei auf. Also, wir so viel Minecraft-Spiel. Ist auch krass, ja, ja. Man wird so stark einfach, wenn man jeden Tag nur 4 Stunden schläft und nur streamt. Man muss einfach Minecraft spielen. Einfach zocken, Minecraft spielen, wenig schlafen. Man muss auch gucken, dass man zu wenig trinkt und dann ist es so krass beim Sport. Ja, genau so ein Ding. Du Schisser! Wieso hast du jetzt aufgehört? Du Schisser! Was soll das denn? Ey, wenn der Code sagt, eine geht noch, gehen noch 2. Krass, dass du mit der Uhr hier hingehst. Wie teuer ist sie? 5000 hat die gekostet. Wahnsinn, Alter. Ich muss man sich mal vorstellen. Mein Vater. Komm, Max, pass auf. Hier anfangen und dann hochklettern. Let's go. So Minecraft-Beinmäßig. Da oben wird das Seil aber dick. Ja, ja. Du musst höher, ne? Ja. Nee. Ey, das war schon höher als gedacht. Das dicke Teil ist das zu dick. Kann ich nicht mehr greifen. Alter, der ist so schnell unten. Krass. Der ist da. Der ist da ganz krass unten. So, jetzt noch direkt einmal durchhangeln. Direkt dahin einmal durchhangeln. Schaffst du einmal hin und her? Warte. Die komplette Line. Let's go. Das schaff ich auch nicht. Echt nicht? Digga, von dem Seil gerade meine Hände zerstört. Mach direkt immer eins. Eine Hand eins. Meinst du so? Alter. Digga, der hangelt jetzt nach Hause. Und zurück. Der ist fly, der Typ. Guck dir mal an. Boah, der Journalist hasst das jetzt. Das ist alles nur wegen Rechtsklick und Kisten aufmachen. Digga. Was? Alter. Boah, Digga, das kommt auf Instagram. Das kommt auf Tinder. Damit werde ich mich auf Tinder anmelden. Und das ist für Grindr. Einfach nur, wenn ich mal Bock hab, sag ich mal ehrlich, ne? Ja, von hinten geht's noch, ne? Bleiben wir lieber vorne beim Haar. Die sehen gut aus. So, Leute, wir sind durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Max, dir hat mir mein Trainingsplan gefallen. Bist du auch zufrieden? Ja, war sehr, sehr erfolgreich. Ich finde, deine Form war auch wirklich gut. Ja. Man muss ein bisschen Körperfett verlieren, glaube ich. Aber ein bisschen Muskelmasse. Ja, sonst echt stark. Deutlich besser als erwartet. Wirklich, echt gut performt die beiden hier. Wenn ihr Bock auf meinen Trainingsplan habt und mein Trainingsprogramm, könnt ihr das mit dem Code FICKNICH20 in der Videobeschreibung finden. Arschgeile Nummer. Wir gehen jetzt erstmal richtig schön unclean essen. Wir werden uns jetzt gemäß meines Ernährungsplans bei Burger King richtig voll fressen, oder? Das werden wir nicht. Nee, werden wir nicht? Ich will mal gucken, was wir machen. Perfekt, Digga, ich hab richtig Bock drauf. Alter! Geiler Hund! Geiler Hund bist du, ne? Das geht. Ja, Junge. Geiler, ja! Digga, warst du trainieren? Wir gehen was essen, hast du Hunger? Ja. Wir machen es jetzt so, Bro. Der liebt mich. Guck mal, kurz Event. Hier haben wir gelebt, Alter. Das stinkt. Was? Bist du dumm? Das stinkt doch. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Okay, weiter. Ja, Badezimmer halt, ne? Da. Ja. Hier Sitzplatz. Nice. Pass auf, komm mit nach hinten. Hier haben wir geschlafen, Max. Da? Ja, da oben und da oben. Ich wollte gerade sagen, das ist geil aufgeräumt. Ja, nice, aber ich muss meine Tasche noch rausholen. Das war natürlich jetzt wieder unangenehm. Das war super. Das ist so unangenehm. Du bestellst auch keine Vorspeisen. Er stellt. Was hast du denn früh? Mit zweimal Frühlingsrollen. So, Essenszeit, ne? Reden weiter. Was gibt's bei dir? Das ist Ente. Ente heute, ne? Ja, schon wieder Ente. Wie viel ist das? Das ist aber die zweite Portion kommt auch noch, oder? Das geht, das ist jetzt, was ist das? Darüber bist du satt. 300 Gramm, ich habe noch Reis, zwei Getränke, draußen nochmal ein Shake, dann später. Noch ein bisschen klauen, ja, genau, wir klauen noch. Ja. Und bei dir auch. Cola auch. Cola gibt's bei mir. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass du uns eingeladen hast, ne? Gerne. Vor allem, weil ich halt einen Tee hatte, ein Getränk, ein Espresso. Okay, Max, ich will jetzt, dass du auf den TikTok von mir reagierst, okay? Ja. Und gucken, ob du es lustig findest. So schlecht. Hä, warum? Deswegen wollte ich mir kein TikTok holen. Alter, sagen wir es, oder? Also mega, wirklich. Der ist super geworden.